herzlich willkommen zusammen zurück. Ich habe endlich die Wasserstelle gefunden. Vielen, vielen Dank für eure Tipps. Damit können wir jetzt entsprechend auch die Silagewalze mit Wassereimer befüllen. Kostet auch wieder ein paar Euros hier. Obwohl sie nur geliehen ist. Das ist schon ärgerlich. Einfach mal, ja komm, wir machen sie voll. Aber ich glaube, zukünftig kaufen wir uns so eine und stellen die daheim rein. Dann müssen wir nicht hier 10-mal für das Wasser bezahlen, was teurer ist, wie die Walze auszuleihen. Ja. Die Maisernte ist nach wie vor in vollem Gange. Wir müssen wahrscheinlich demnächst wieder helfen, entsprechend beim Abladen. Und ich habe mir jetzt, weil ich gemerkt habe, der ist ein bisschen schwammig hier. Moment, wie rum muss ich ranfahren? Schon richtig rum. Noch ein kleines Frontgewicht geholt. Dass wir hier auch ein bisschen ausgeglichen sind. So, perfekt, ist schon dran. Dann fahren wir schnell Richtung Silo. Und hoffen, dass wir ein bisschen walzen endlich jetzt mal können. Ich bin ja letztes Mal so gut wie nicht zum Walzen gekommen. Am Anfang gerade 2-3 Mal drüber gefahren und dann hat jeder Helfer geschrien, hier, hier, hier. Ich steck fest, ich steck fest. Ja. Aber es soll jetzt diesmal, hoffe ich, doch besser laufen. Vor allem, wenn der Detlef das endlich im Griff hat. Und der nicht mehr stecken bleibt. Das wäre nämlich so ein bisschen das Worst-Case-Szenario. Wenn ich zu dem ein paar Mal fahren müsste, dann wird echt nichts gehen. Falls es der Fall ist, dann... Ja, sagt's ihm nicht, aber... Dann stelle ich ihn nicht mehr an. Das steht dann schon fest. Die 190. Er fährt noch. Die 190 muss am Häcksler sein. Ja, dann stelle ich ihn nicht mehr an und... Müssen wir mal schauen, ob wir dann... tatsächlich so viel Helfer noch auf einmal anstellen. Oder ob man da ein bisschen dann zukünftig doch weniger Helfer machen. Parallel. So, da hinten ist irgendein Kuddelmuddel. Dann müssen wir da mal ran. Irgendwie. Warum drehst du auch im Mais um? Das ist ja... Das ist, was ich gar nicht mag. So. Jo, jetzt lässt mir aber hier bitte wieder runter. Dann können die zwei da weitermachen. So, schnell ausgewichen einmal. Und dann beeilen wir uns, dass wir da zurückkommen, nach Hause. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal ein bisschen spekuliert drüber, ob wir tatsächlich allen Mais häckseln oder ob wir auch was dreschen. Weil wir jetzt schon ein bisschen spät dran sind. Was feststeht, ich möchte gern, dass das eine Silo, das Hofsilo 2, wo wir gerade reinfüllen, das soll voll werden. Wenn das voll ist, dann bin ich bereit, oder nahezu voll. Müsste jetzt nicht auf den letzten Liter rauskommen, aber dann bin ich bereit, dass ich sage, okay, wir lassen den Rest noch ein paar Tage stehen und dreschen den dann tatsächlich auch. So. Einmal die Hilfe bitte. Fahre ich kurz bis davor und dann bin ich wieder weg. Bis hier sollte ja schon reichen. Ja,
schick, wie man da hier hinten in der Ferne fahren sieht. So, dann können wir direkt nach dem mal ein bisschen walzen hier. Fahren wir einmal hinterher hier, während abgeladen wird. Ich könnte jetzt auch, eigentlich könnte ich nebendran schon walzen, aber nee, sowas macht man nicht. Nachher hupt er wieder. Nachher bleibt man stecken, weil wir apropos stecken bleiben, hä? Apropos stecken bleiben hier. Hast dein Allrad wieder ausgeschaltet? Heieiei. Glaub mal doch einmal, lass ein Allrad drinne. Ja. Ich frag mich, warum der denn ausschaltet. So, dann machen wir mal die Walze runter. Mal kurz hier rein, mal da reinschauen. Was haben wir denn da? 24% Verdichtrate. Ja, so ein bisschen sind die Hügel noch drin von der Grasdelage, aber mehr oder weniger. Es sind sie schon deutlich flacher geworden. Und die Helfer kommen damit jetzt einigermaßen zurecht. Ja, ich habe leider kein Allrad. Komm rückwärts. Ich darf nicht ganz so weit runterfahren. Dann klappt das auch einigermaßen. Nach hinten geht's aber vorne raus nicht so. Ich muss da schon ewig früh bremsen. So, 990. Ja, das weiß ich. Das dachte ich mir schon. Jetzt möchte ich nochmal kurz hier hinschauen. 27,8. Das heißt, wir haben jetzt 3% oder so verdichtet. Dann würde ich tatsächlich nochmal... Das Wassergewicht bringt, glaube ich, schon einiges. Ich meine, seither ging es nicht so schnell hoch. Würde ich jetzt kurz hier vorfahren, weil ich glaube, dass wieder ein neuer Abfahrer gebraucht wird gleich. So. Ich fahre mal kurz mit. Genau, die sind da hinten noch am Häckseln, aber es müsste sich gleich ändern. Ah ne, der fährt schon hierher. Dann müssen wir mal kurz sicherstellen, dass wir hier sauber aneinander vorbeikommen. Genau. Moment, ich will da mitfahren. Was hast du gemacht? Hey, hey, hey. Ich habe gar nicht gesteuert hier. Fahr doch nicht da dagegen. Du hast dein Allrad auch ausgeschaltet. Warum denn? Warum dreht der jetzt um? Ich hoffe, der fährt uns nicht hinterher hier. Na, jetzt spiegelst du nicht eingestellt mal wieder. So.
So, du darfst jetzt hier ab ins Silo fahren. Na ja, okay, er fährt Richtung Häcksler. Perfekt. Dann können wir nämlich hier wieder einsteigen. So. Da würde ich fast sagen, dass wir von der Seite her ein bisschen walzen. Ich fahre hier einmal an der Seite ran. Und warte kurz hier, bis entsprechend hier einmal abgeladen wurde. Ja, das ist auch einiges hier als gleichzeitig abladen und walzen. Schon einiges hier drin, also was so ein Füllstand mit dem Nachbarsilo vergleicht. Fast gleich viel drin bald. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet beim letzten Mal, wie viel Prozent das wir schon voll sind. Ich denke 30% könnten wir schon haben. Schauen wir mal, ob die jetzt diese Folge den... Boah. Kann man gar nicht wirklich lenken hier. Ob die den 39er Acker diesmal leer kriege. Oder nicht. Schauen wir mal. Ah doch, gewendet habe ich ihn bekommen jetzt. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt. So. Walzen wir hier mal weiter. Nicht zu schnell fahren. Langsam fahren bringt auch was. So, dele. Ui, 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 die Wand. Da darf man nicht zu nahe kommen, sonst bleibt man da hängen. Können ja vielleicht mal kurz hier... 37% verdichtet. Oh ja, schon halber voll. Also 45% oder so. Boah, aber die Walze, die bringt echt was. Danke, also vor allem mit Wasser drin. Danke, danke an alle, die in der ganzen Zeit, seit ich schon Videos mache, kommentiert haben hier, dass ich doch bitte die Wasserwalze mit Wasser befüllen sollte. Hätte ich nicht gedacht, dass es so krass ist. Ich dachte hier, ich nehme jetzt einfach... Hat er beim allerersten Mal walzen, glaube ich, 2 Frontgewichte. Vorne 2 Tonnen, hinten 2 Tonnen. Also nicht Tonnen, sondern Tonnengewicht. Müsste ja schwerer sein wie die Walze, aber die Walze ist doch effektiver. Einfach durch die Auflagefläche, die Breite, die sie hat und die, ja, die Bewegung auf der Silage quasi. Wir müssen hier das ein bisschen eben bekommen, damit man immer so hin und her rutschen. Da müssen wir dann gleich mal schauen, falls tatsächlich dann die 39 weg ist. Und ich glaube, dass wir danach dann tatsächlich nur noch einen Acker häckseln müssen. Da müssen wir mal schauen, von der Größe her und vom Reifegrad, welchen das wir dann besser häckseln. Und welchen das wir eher dreschen.
So würde ich sagen. Komm, fahr rückwärts. Sie da hinten, ganz in der Ferne sehe ich sie. Noch fahren sie im Verbund Häcksler und Abfahrer. Da würde ich sagen, fahre ich jetzt noch einmal hier vor. Und heb meine Walze aus. Und schick einmal hier den Abfahrer hier weiter. Oh, extra auf die Seite gefahren. Respekt hier. Ist gut gemacht. So. Tür auf. Das ist perfekt. Fast perfekt wie beim letzten Mal hier. Ja, gut. Häcksler hat eine kurze Pause, aber das war's dann auch schon. Ja, diesmal kommen sie auch perfekt aneinander vorbei. Boah. Es klingt schon wieder, als ob du kein Allrad drin hättest. Und jetzt jammern, gell? Schau mal, ja, schon wieder der Allrad draußen. Also, bitte. Das ist... Ja, hub ruhig. Gut. Schnappen wir unseren MB-Truck wieder. Und fahren wieder hoch zum Walzen. So, einmal hier rum. Und dann müssen wir wieder warten, bis entsprechend das Silo hier voll ist. Beziehungsweise, was laber ich denn hier? Voll ist. Bis der Wagen leer ist, aber... Ach, nee, Allrad ist noch drin. Allrad ist noch drin. Differentialsperre. Komm, wir machen hier mal alles an, was geht. So. Ah. Jetzt geht's noch. Aber ich denke dann, zukünftig wird man dann ein kleines Problem haben. Ich kann ja auch nochmal schnell hier an der Seite ranschauen, wie die Verdichtungsrate ist. 38. Die nimmt jetzt halt ab mit dem Wagen. Das ist logisch. Ja, 1% haben wir schon verloren fast. Ist gleich am Ende hier. Ja, so 2% nehmen wir ab. Aber wenn ich da ein bisschen drüber fahre, kriegt man das ja wieder runter. Hopp, komm hoch hier. Uiuiui. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Schwung, weil ein bisschen mittig, wo nicht so ein Berg ist. Ansonsten sitzen wir schon auf. Genau so. Und dann können wir hier weiter walzen. Wo sind die in etwa? Ja, die sind schon relativ Richtung Mitte vom Feld. Das heißt, es wird bald leer sein. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, welches Feld das wir als nächstes ernten. Bis hierhin.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für den ganzen Support von euch. Ich hoffe, es hat auch dieses Mal wieder gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier mit Maishäckseln. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.